wenn es klappt, wenn es dann, wenn ich am Modis spielen lernen können kann. Hogwarts Legacy reden wir schon drüber. Für die Leute, die das auf YouTube sehen, für die ich das am Anfang rausschneide. Ich werde das am Freitag wahrscheinlich stundenlang spielen. Mal schauen. Freitag ist das dann Wochenende und das ist natürlich dann, wo wir dann erstmal angefangen haben, Hogwarts Legacy zu spielen, dann werde ich das bis in die Puppen spielen. Ich hoffe, ich übertreibe es nicht zu sehr. Deswegen vorletzter Hauszubastien fürs Erste. Bis wir es irgendwann weiterspielen. Gibt es noch einiges zu tun, zumindest, also was das Hauseinrichtung, werden wir vielleicht heute und nächstes Mal fertig. Das Büro zu renovieren. Aber dann Schloss wollten wir uns noch, das war nur das Ziel, das Schloss uns irgendwann zu kaufen, die Burg. Mal schauen. Wenn die Aufträge fertig sind, können wir noch Häuser kaufen und renovieren für Herrlichen, für andere Käufer, dadurch Geld kriegen. Ich weiß nicht. Hat noch Potenzial, dass wir es noch länger spielen können. Ist das Gras immer so nachwächst. Das ist halt. Das brauche ich eigentlich gar nicht sauber zu machen. Das ist dann schon beim nächsten Mal. Lohnt sich gar nicht. Nächstes Stream schon wieder nachgewachsen. So, was wir machen wollten, ist Bunker. So, das Schlafzimmer. Das Wohn- bzw. Arbeitszimmer. Der Flur, Wartezimmer. Geht's nach draußen. Das Klo haben wir das letzte Mal gemacht. Wunderbar pink, pink-violett. Schön, dass die Türen hier in beide Seiten aufgehen. Joa, dann müssen wir heute mal runter in den Keller. Mal den Bunker aufräumen. Da gibt es einiges zu tun. Zuerst müssen mal, glaube ich, diese Wände hier ein bisschen lackiert werden. Das sieht ja gar nicht fürstlich aus. Ich finde, mit ein helles Grau wäre vielleicht ganz passend. Dass es zumindest nicht so gammelig schimmelig aussieht. Hier ein bisschen weiß, das Weiß hier zu übernehmen, wird glaube ich nicht ganz verkehrt. Und da brauchen wir einen ganz kleinen Eimer. Weiß. Eigentlich brauchen wir da nur ein paar Flecken. Den Rest durch, glaube ich. Bunkerflur muss man nicht wirklich. Da machen wir was irgendwie. Ja. Wir finden eine Tapete. Die passt oder. Ich weiß nicht. Und was grau. Was hellgraues, nicht dunkelgrau, aber so Wände. Mir irgendwas, was halbwegs in Ordnung aussieht. Ziegel. Vielleicht doch irgendwas, was freundlich aussieht, wie ein Übergang in der World. Wo man halt irgendwie friedlich runterkommt. Ja, so ein normales, so grau, so ein einfarbiges Grau irgendwie mit einem oder Weiß irgendwie.
Nur so ein cleaner Stein. Wand fließen, was hätten wir da? Nein. Ich glaube, da bin ich lieber bei Farben. Milchstraße. Ein helles Grau, Silbereis vielleicht. Grau. Ist mir fast ein bisschen zu dunkel. Okay, das hätte auch was. Teppichgrau. Grau-beige. Ich weiß nicht, ob Stahlgrau das Richtige ist. Wahrscheinlich schon das erste. Pack ich mir mal hier hin. Versuchen wir es mal. Ja, hat was. Kann man machen. Sieht nicht zu unfreundlich aus, aber sieht auch nicht zu freundlich aus. Ich meine, es ist ja hier. Ist ja auch ein Krisenfall, wenn man hier runter geht. Soll man sich nicht aufhalten. Es sei denn, hier ein bisschen was vorbereiten muss. Stell mir vor, in so einem, in den Schränken hier, in so einem, in dem Raum hier, dass das maximal irgendwie so Schutzzeug, was man irgendwie, wenn man rausgehen will, irgendwie, dass man da Schutzmaterial, das relevante Zeug ist innen drin. So, hier. Machen wir ein bisschen Survival-Hose für heute. Den eigenen Bunker gestalten. Da ist noch was. Kleiner Fleck. Kann man auch. Ich weiß nicht, ob wir bessere Treppen finden, aber. Das war bessere Treppen hier einbauen. Hier unter der Treppe. Soll es nicht zu übel aussehen. Ich glaube, da streiche ich das unter der Treppe mit. Passt eigentlich schon ziemlich gut.
Ich werde trotzdem nicht nochmal nachschauen. Irgendwas geeigneteres finden können. Treppenmäßig. Survival, das müssen wir nicht hier hinräumen. Das gehört hier in den Raum. Türen. Und drinnen im Bunker müssen wir es ein bisschen hübscher machen. Am besten damit dann man drinnen nicht den Koller kriegt. Eine Kappe. Hier auch das Bett, da bin ich eher dagegen. Das bunkerhaft zustanden vielleicht ein bisschen. Also mal gucken, dass das irgendwie halbwegs schön aussieht. Nathan. Ich weiß doch, dass wir hier bei wem anders haben wir schon Treppen eingebaut. Hochstiere. Hier können wir uns ein Aquarium in den Bunker stellen. Treppen. Nicht. Wir haben doch schon mal für irgendwie eine andere Treppe eingerichtet. Glaswände. Vielleicht können wir im Bunker irgendwie so irgendwas machen, dass wir hier so viele Pflanzen und so weiter, dass wir irgendwie was, ich weiß nicht, ob man Fenster irgendwie simulieren kann, aber ja. Die Decke deutlich besser machen. Die kann es noch so aussehen, aber da drin. Okay, verstehe nicht, wie so ein Bunkersystem funktioniert. Eigentlich müsste hier. Weiß nicht, ob hier was sein darf, ob die Luke abgeschützt genug ist. Ich finde ein bisschen gefährlich, hier das Schlafzimmer hinzupacken. Die Tür hier schon, eigentlich können wir hier auch einen Lebensraum reinmachen. Die Türen sind ja strahlengeschützt. Und eigentlich müsste das ja der Kingbett Bunker nicht so aus, aber eigentlich müsste das dieser Deckel hier auch machen. Machen wir hier trotzdem einen Lagerraum irgendwie hin. Machen wir hier den Wohnbereich hin, die Toiletten und hier den Schlafbereich. Ja. Erstmal schön streichen.
Mal gucken wir drin, dass wir uns das so einrichten, dass man da die Welt vergessen kann, dass man da denkt. Den Bunker vergessen, nicht die Welt vergessen. Dass es so wenig bunkerig aussieht wie möglich. Können wir hier auch mal der Decken gestalten und ein bisschen damit noch weiß malern. Sieht das zumindest halbwegs einfach wie eine Lagerkammer aus. Da müssen wir auch doch noch mal gleich erneuern. Okay. Ich nehme einmal weiß. Den Boden kümmern wir uns später. So. Gar nicht so viel Weiß gebraucht, aber vielleicht brauchen wir später noch mal. Bald mal die kurz erstmal. Ich will es mal machen. So ein Lichtschalter. Dann haben wir es schwarz gemacht. Es hat verschiedene Varianten. Deckenlampen. Mhm. Wandleuchten. So weit mehr gibt's denn nicht. Die Lampen finde ich ganz gut.
sind sympathisch als diese Neonleuchten. Sieht gleich wie freundlich aus. Ob das mittig ist, weiß ich nicht ganz, aber irgendwie so. Sollte man vielleicht hier auch mal spiegeln. So. So kann man es machen. Lassen wir die Regale hier stehen. Ich meine, kann man machen. Ich weiß nicht, ob es da hübscher gibt. Survival wahrscheinlich jetzt nur die der Bunker, da bin ich kein Fan von. Das können wir gleich kaufen. Regal, Regal. Garagen wieder, Stahlregal für die Garage. Speisekammerregal. Oh je. Da passt doch nichts rein. Können wir hier noch eins hinstellen? Kann man so ein bisschen was platzieren? Kleinigkeiten. Vielleicht finden wir trotzdem was Passenderes. Viel reinpasst, aber es trotzdem Fußbreites. Nee, da brauchen wir schon so Platz. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, aber dieses Braun stört mich irgendwie ein bisschen. Sieht ruhig aus.
Steckdosen. Vielleicht so ein Spinnchen noch, die man hinpacken könnte. Da kann man ja auch weit nichts verstauen. Kleiderschrank ist eher nicht so ein Kleiderständer. Dann liegt mir einfach eine Kiste. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Survival. Militärcontainer. Müssen wir den Spind ein bisschen verschieben. Sehr wichtige Sachen drin. Vielleicht auch ein paar Waffen. Ein Wachenwildbaum. Verbandskasten. Was brauchen wir hier noch? Schutzausrüstung. Können wir gleich hier in den Schrank stellen. Oder daneben. Okay, passt erstaunlicherweise nicht rein. Dann kommt es hier hin oder hier hin. Ich weiß nicht, eigentlich bin ich da alleine dann drin. Was auch die Betten, dort die Stapelbetten, ein bisschen Banane macht, aber. Zweites Paar mache ich nochmal hin, falls ich jemanden aufnehme. Kann man zu zweit rausgehen. Für einen möglichen Gast. Für eine Ausrüstung. Abwasserkanal. Können wir hier einen Haken hängen.
Naja. Bräuchte man eigentlich schon einen Haken. Wird mal auf den Spind drauf. Schutzanzug gibt's hier nicht. Tun wir mal so, als wäre es in den Kisten drin. Die Mützen, die sind, die in so einem Fall echt viel bringt, nicht. Abwasserkanal. Schon alle. Das ist wahrscheinlich rein optisch. Wenn aber auch mal sowas in der Dusche. So, Nahrung muss hier natürlich noch hin. Bisschen Munition. Ich weiß noch nicht, wo der Waffenschrank hinkommt, dann hat man was vielleicht hier hin. Verstauten Ecke, wo keiner rankommt. Das muss doch besser gehen. Stromturbine auch nicht verkehrt. Vielleicht hier unten quetschen. Und nicht angeschlossen ist. Hier ist ja kaum Platz für. Da steht so. Versorgung. Eine Schaufel braucht man sicherlich auch. Muss ein Spind, wo es nicht reinpasst. Stellen wir hier in die Ecke. Was, wofür auch immer. Hm.
Ich fasse es nicht. Vielleicht kann man davor die Schuhe und darauf die Masken platzieren. Großartig. So, was braucht man noch, bevor es in die Waffen geht? Stoff für Flammenwerfer auf jeden Fall. Löffel des Überlebens. Barrikade. Das ist ein Abwasserkanal. Okay. Flammenwerfermunition. Ganz wichtig. Teures Zeug. Und sieht anders aus. Na komm. Passt da vielleicht noch eine Ladung mehr rein? Was gut stapeln. Stromgenerator, das ist auch wichtig, aber teuer. Wo soll der reinpassen? Die haben schon eine Stromturbine. Das dürfte für Notfall reichen. Okay, jetzt haben wir Boxen, wo keiner weiß, was drin ist.
keine Nester, die nur zu hinpassen. Auch hier nicht. Zwiegst, was sind wir auch sieht. Container für Lebensmittel, Wasserbehälter. Ein riesiges Plastikfass. Lebensmittelcontainer. Ich würde sagen, hier kommt das Lebensmittel, hier kommt genau, hier passt nichts rein. Und was auch immer da drin ist, das Lebensmittel drin. Jetzt wünschte ich, ich hätte Ahnung davon, was das. Was so Prepper und Unfallvorbereitungszeug angeht. Könnte ich sagen, was es damit auf sich hat. Sieht nach einem guten Vorrat aus. Noch mehr Kisten. Da kommt das Essen, das ist das Wichtigste wahrscheinlich. Energie, Gasflaschen. Auch wichtig. Wahrscheinlich eher sogar noch wichtiger als die Flammenwerfer-Sachen. Fragen, wie viel passen die hin? Sonst kann man hier noch welche hinstellen. Das ist wichtig. Das Maschinengewehr macht ja absolut gar keinen Sinn. Essen, Wasser. Erstmal Wasser, das wird das Wichtigste sein.
stellen wir ein ganzes Regal mit voll. Ein ganz Fass einfach. Wenn da auch noch die großen Kanister, aber. Das Grundwasser verseucht ist. Und von einem großen Wasservorrat zu haben und Flaschen, das ist schon. Uff. Mehr als Gold wert. So, Essen. Konserven. Was können wir beim Wasser mit dazu tun? Erstmal ein paar Thunfischdosen. Es muss schwimmen, das liegt neben dem Wasser. Können wir das auch stapeln oder macht es überhaupt keinen Sinn, dass wir es nicht stapeln können? So, Fleischkonserve. Fleisch. Leckeres Dosenfleisch. Bach. Wann der Not. Ein gutes Spam aus der Dose. Spam Dosenfleisch. Ja, daher kommt der Begriff. Meatbones. Dosenbuletten. Blach. Okay, Kichererbsen. Wie können wir das hier auch noch voll machen? Schmecken tut sie die größte Scheiße. Dosenfleisch, ja, das ist. Ich glaube, ich habe das schon mal vor ein paar Jahren probiert. Hundefutter schmeckt besser. Okay, Organic Food.
nach den Dosenbohnen und dem Dosenfleisch jetzt noch mal ein bisschen veganen Buletten oder so. Das wird eher so eine Maispampe sein. Konserviertes Lebensmittel, bis auf Gurken, schmeckt das alles. Richtig ekelhaft. Vor allem das, was du hier an dem im Spiel jetzt Dosen, als Bunkerdosen Zeugs siehst. Tomatensuppe. Das ist nicht mehr Tomatensuppe. Sind Tomaten in der Dose. Barf. Das darf. Ein Klick zu Tomaten. Da. Gucken, eingelegte Nüsse. Uah. Ist das Wasser oder so? Was haben wir da? Eingelegte Gurken sind lecker. Müssen wir uns noch ein bisschen mehr zulegen. Super, mein Machtglas, genau. Das ist wahrscheinlich das Widerlichste von allem. Passt das Regal mehr rein? Bin ich auch weit auseinandergestellt. Mehr Suppe. Das Platzierungssystem ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Noch eine vierte hin. Wie auch immer. Ja, gerade sieht das nicht aus.
Rüstung. Vielleicht noch ein paar Dosen. Okay, was auch immer das ist. Von den Dosen. Das ist zumindest von vorne aus gut aussieht. Er hat nur Sputter. Das kommt hier ins Regal. Wahlweise durch Nutella zu ersetzen. Das tue ich jetzt eine Ewigkeit. Das ist ja purer Zucker. Das ist Erdnussbutter. Nutella weiß ich nicht, das wird irgendwann ranzig, weil es fett ist. Aber Erdnussbutter, das ist ja Zuckercreme. Das hält sich 100 Jahre. Genauso dann auch im Körper, wenn man es gegessen hat. Reistüten. So, Nudeln brauchen wir natürlich auch noch. Die halten sich auch ewig. Reis und Nudeln. Reis weiß ich nicht, aber Nudeln auf jeden Fall. Deswegen wurden ja auch gehamstert während der Corona-Krise. Wie nichts Gutes. Wer jede Angst hatte, oh, die Supermärkte machen zu. Wir müssen von unseren Vorräten leben. Absoluter Schwachsinn. So weit kommt es noch lange nicht. Noch ein Nudelfach und dann noch ein Reisfach. Nicht unterm Schrank. Und haben wir hier noch irgendwas, was so drunter, damit es gut aussieht. Ein paar Thunfischdosen.
Ja, es ist halt blöd, da durch die Wand, die im Weg steht. Zumindest eine Reihe für kriegen. Anscheinend zu erwecken, dann noch zweite Reihe zu haben. Sieht doch vorbereitet aus. Jetzt kommt wahrscheinlich das Wichtigste, falls draußen eine Zombie-Apokalypse ist. Löffel des Überlebens. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Damit man nicht den Löffel abgibt. Hat man, falls man den Löffel abgibt, hat man hier noch Ersatzlöffel. Ah, habe ich schön gemacht. Wichtigste Waffe überhaupt und der Löffel. Zwei Ausführungen, falls man es doch, falls wir doch einen Kommandant, einen Kompagnon mit dabei haben. Die gute alte Shotgun. Was haben wir hier noch? Ein Maschinengewehr, den wir Sturmgewehr gepackt haben. Machen wir es mal so. Sehr schön. Da können sie kommen. Die Zombies.
Okay, noch ein paar Messer hin. Und hier die Überlebenslöffel. Ich habe Munition. Müssen wir am Schrauben und mitnehmen. Das ist groß. Kommt doch keiner mehr dran vorbei. Ja. Oh, hallo, hab dich schon wieder übersehen. Knarren neben Game wusste ich nicht, dass das alles gibt. Haha. Ja, im DLC, ich glaube, ich habe das DLC dazu gekauft. Einmal gibt es das Cyberpunk DLC und einmal gibt es das Survival DLC. Da kann man sich auch hier, bin ich gerade dabei, einen Bunker einzurichten. Gibt es die ganzen Sachen für einen Bunker. Da sind wir jetzt doch fertig mit. Ich war sehr beschäftigt hier mit meinem Vorbereitungsraum. Den haben wir jetzt, glaube ich, fertig gestrichen und fertig eingeräumt. Da würde ich mal sagen, gut, dass das Spiel gespeichert hat. Ich mache eine. Wo kommt das Licht her? Das Licht ausgeschaltet haben. Ich mache eine kurze Aufnahmepause, eine Streampause. Und danach, das machen wir mal anders, den Innenraum. Wir müssen erstmal wieder, wir nehmen Aufträge an nach der Pause. Hier sieht es schon aus im Büro. So. Ein Verwandter von Bernd will was von uns. Den nehme ich jetzt letztes an. Okay, was wollen wir machen? Nach dem Ausstreichen? Ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von Renovierung habe. Badezimmer und Werkstatt. Ich glaube, wir nehmen mal Badezimmer und Werkstatt an. Oder wollen wir... Ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von Renovierung habe. Beide schaffen wir vielleicht nicht, weil das wieder große Aufgaben sind. Mal schauen. Mach erstmal Pause. Kurze Kaffeepause, kurze Toilettenpause. Bis gleich.
So, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Nehmen einen Auftrag an. Ich würde mal sagen, wir nehmen den hier an. Zimmer streichen hatten wir jetzt schon genug. Dann müssen wir wahrscheinlich da auch wieder machen, aber trotzdem. Einfach trotzdem. Das ist nur Wände streichen, das ist das, können wir irgendwann mal nebenher machen. Bad haben wir das letzte Mal schon gemacht. Ja, ich würde mal sagen, machen wir das hier. Unsere Oma, die lange Zeit bei uns gelebt hat, ist von uns gegangen. Ein Beileid. Ihr Zimmer steht seit vielen Monaten leer, weswegen wir, mein Mann und ich, beschlossen haben, es umzubauen. Mein Mann braucht ein Kämmerchen für sein Werkzeug. Ich wiederum würde gerne ein zweites Bad haben, denn wir haben trotz eines großen Hauses nur ein Bad. Unsere Kinder werden älter und so ist es manchmal schwierig, morgens ins Bad zu kommen, da es ständig besetzt ist. Entferne bitte alle Sachen aus dem Zimmer von Oma und baue eine Trennwand, die ihr Zimmer in zwei Teile unterteilt. Muss ein großes Zimmer sein, das dann Bad und ein Werkzeugkämmerchen reinpasst. Und das ist ein kleines Bad, ein kleines Werkzeugkämmerchen. Das bisher bestehende Badezimmer findet sich genau über dem Zimmer von Oma. Es sollte es kein Problem sein, auch hier eins einzurichten. Ich möchte, dass das neue Bad praktisch und schick ist. Ah, Verzeihung. Da hat immer noch keinen Mute-Knopf fürs Niesen. Weil ich den mit meinen Fettfingern irgendwann aus Versehen klicken würde und dann wäre ich gemutet, dürfte für den ganzen Stream. Oh, eine Garage haben wir. Das Auto. Sollen wir mal nichts dran machen. So. Ist mal hier nichts umzubauen. Diesmal müssen wir nicht das ganze Haus einrichten, sondern nur Omas Zimmer. Das ist nicht Omas Zimmer. Dann müsste der Auftrag ja schneller gehen. Okay, wo ist denn Omas Zimmer? Sind aber schon im richtigen Haus, oder? Ah, ja, hier. Das ist das Zimmer. Sieht hier wie das Wohnzimmer aus, aber okay. Haken für Küchen untersieren. So wird der hier sein. Kommode für das Esszimmer. Nein. Das Esstisch. Egal für Küchen untersieren. Versucht es halbwegs in der richtigen Reihenfolge wegzumachen. Im Rahmen des Fotos Wüste. Egal, kommen alle weg. Wüstenfutter haben wir noch nicht gefunden. Ach hier. Fußbodenlampe Orient. Vase schwarze Sprossen.
Schlafcoach. Ein Blumentopf. Steve Locker. So Steve finde ich die gar nicht. So. Baue Wände. Hier muss dann die Trennwand dazwischen. Wand bauen. Ich weiß schon, welches davon die. Die Werkstatt wird. Logischerweise das mit der Tür zur Garage. Die Tür führt raus. Yep. Ein Gina draußen, eine Tür zur Garage. Das muss das. Das kann nicht das Bad wärmen. Durchziehen die Wand. Jetzt haben wir es hier auch aufgeteilt. Ja, hier Waschmaschine und so weiter, hier ist das Bad. Und hier kommt das Garagenzeug rein. Streichen soll man die Wand nicht? Okay. Ein Stuhl. Ein Garagenregal. Das hässliche Ding, was ich aus meinem Vorbunker rausgeschmissen habe. Okay, jetzt kann man das muss noch gerade. Müssen wir gerade hinkriegen. Okay. Ich glaube, das ganze Zimmer wirkt ein bisschen schief. Ist irgendwie nicht im rechten Winkel gebaut worden. So, den Schreibtisch. Den würde ich hier bauen. Mehr braucht sie nicht. Die Tour bringt er selbst mit. Ah ja, Sneaker. Wenn es nur das ist. Leicht verdientes Geld. Eine Waschmaschine. Okay, das Bad ist dann doch ein bisschen komplexer. Toilette, Dusche. Waschbecken. Hier keine Waschmaschine ran. Erstmal aufdrehen. Und mutieren das Ding. Was auch immer wir da gerade drin gemacht haben, jetzt schauen wir es wieder zu.
Okay, eine Badewanne. Halbwegs passend zur Wandfarbe. Badewanne. Mal sehen, ob die hier noch hinpasst. So, welche wird sich denn gewünscht? Da gehe ich auch nie drauf ein. Die hier. Die soll es werden. Okay, ich muss mal hier die. Kann man nicht mehr verrücken? Okay, dann lassen wir es so. Muss ich die Badewanne ein bisschen mehr in die Wand schieben können. Was soll es? Ah ja, nicht gerade passend, aber was soll's? Die Toilette. Hier ist Waschbecken, hier ist Toilette. Und fertig, eine Dusche. Wir brauchen eine Dusche, wenn er schon eine Badewanne hat. Im Waschbecken, das muss hier ran. Ein Waschbecken. Sind wir im Waschbecken? Diese Montagearten sind doch ein bisschen seltsam. Okay, Toilettenpapierhalter. Komplieren unter einen Kreis unter Teppich. Ah ja. Da müssen wir glaube ich schon alles erledigt haben. War ein kürzerer Auftrag. Dann können wir gleich noch einen dranhängen oder zwei. 100%, ja. Leicht verdientes Geld. Nicht der Rede wert. Okay, Haus streichen. Ich benötige Hilfe, da ich noch keine Ahnung von Renovierung habe. Oder zwei ist Bad nötig. Machen wir Haus streichen. Hallo, zusammen mit meiner Frau haben wir ein Haus gekauft. Wir sind nun fast fertig. Ich möchte Sie bitten, die Wände zu streichen, da wir der Ansicht sind, dass alles in Weiß einfach zu langweilig ist. Auch die beiden fehlenden Klimaanlagen sowie die zwei Heizkörper müssen installiert werden. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauern wird, denn wir würden gern bald einziehen. Mit freundlichen Gruß, Tim Star. Einer zufälligen Verwandten namens Patrick. Hoffentlich, dass es nicht zu lange dauern wird. So schnell streichen. Okay, hier nix. Hier müssen wir.
Fenster reinigen. Lange keiner mehr gewohnt. Sehr vernachlässigt. So, das vierte Fenster. Ah ja. Streich mit den Farben Kakaofarben und Sand im Mantel. Interessante Wahl. Brauntöne. Im Wohnzimmer und in der Küche. Okay. Dann wird die Küche braun. Will ich doch mal hier so trennen. Die Küche beginnt. Eine sehr spezielle Farbwahl. Und wenn es der Kunde so will, dann macht man das. Da haben wir schon ganz andere komische Sachen gemacht. Sind kürzere und kleinere Aufgaben heute. Haben wir vielleicht noch Zeit am Bunker weiter zu bauen. Wenn wir schnell durchkommen. Ja, ist jetzt auch halb so wild, wenn man nach einem schlechten Essen oder wegen Unverträglichkeiten irgendwie in der Küche dann Durchfall bekommt. Explosiven Durchfall. Ist die Wand schon in der richtigen Farbe? Sie stört das auch nicht mehr. Sorry, mein Humor ist scheiße. Mein Humor ist kaputt. Nee, das ist in der Wand zu früh. So. Ich meine, wenn man mit Nutella kickert, das ist das Einzige, was man hier. Ja. Die Farben sind doch irgendwie, das ist hier. Das Gelb ist auch wieder ganz helle Braunton, ist auch wieder ziemlich schokoladig. Bisschen heller, dann könnte es Ü-Ei sein. Kinderschokolade. Die Farbe. Bisschen weißlicher. So cremeweiß hier noch, dann hast du die Kombination. Sieht doch jetzt ziemlich lecker aus. Oder ekelhaft, je nachdem wie man es nehmen will, es interpretiert. Hat doch was von einem eitrigen Bissgelb. Ja. Ich soll die Schnauze halten, ich vergraule als Zuschauer.
Ich habe ja natürlich gesagt, dass er bei meinen Videos und bei meinen Streams essen soll. Essen während Videos immer auf eigene Gefahr. Meine, macht jeder während des Essens Videos gucken. Ja, wie gesagt, auf eigene Gefahr. Weiß nicht, was kommt. Dann will bei Hausflipper jemand seine Wohnung in Pissgelb und Kackbraun gefärbt haben und dann ist es halt vorbei. Was? Das war eine interessante Mische. Der geeignete Ort, um Streams zu gucken, ist sowieso immer auf dem Klo. Das ist. Auch für manche Videos. Auf dem Klo Videos gucken ist immer gut. Fertig gestrichen. Interessant. So, Klimaanlage. Wo soll die hin? Wo passt die hin? Ach, hier oben. Auf einmal kann ich wieder schweben. Es wird verkabelt. Die Klimaanlage verschraubt habe ich auch noch nicht gemacht. Okay, jetzt hätten wir hier noch was gestrichen. Fenster reinigen. Okay, hier muss noch was gestrichen werden. Klimaanlage und Heller für sich. Okay, ich nehme es zurück, wir werden heute doch nicht so schnell fertig. Und weiter geht's mit Gelbtönen. Noch nicht mal die Hälfte des Auftrags. Ich dachte, es wäre wieder kürzer. Das kann ich doch mittlerweile gekonnt. Nach
nach 11 Hausflipper Streams. Jetzt im 12. Wenn ich richtig gezählt habe. Kriegen wir das doch elegant hin. Streichen ist jetzt nicht mehr die komplizierteste Übung. Das macht man doch. Ohne Probleme geht das von der Hand. Hier oben. Und die nächste Wand. Malern ist hier eine Schlägeraufgabe, ein Hausflipper. Selten man vermalert sich. Dann ist es nicht mehr so schlicht. So, dann war's gleich. So, 95, 96, 97, 98, 99, 100. So, es hat gefärbt. Hier müssen noch ein Fenster zu reinigen. Klimaanlage zu installieren. So, dann haben wir den nächsten Raum gleich fertig. Wie das Kabelding. Vor wie ein Among Us. Die Kabel richtig zu ordnen. Kabeltask. Okay, mit dem nächsten Zimmer fertig. Hier waren wir. Limone ist die nächste Farbe. Knallbunte Wohnung. Haus. So, Malern. In grün. Äußerst hässlichen Grün. Los, Maler, mein Haus zum Kindergarten um. Sagt der, der sein Büro um lila im Zimmer hat. Lila blauen Zimmer.
das Bad Pink Violett gestrichen hat. Ich weiß, ich weiß. Andere dafür verurteilen, aber selbst das größte Kleinkind sein. So muss das. Verurteilen, das tun selten Leute, die ja, sich einmischen und in andere Angelegenheiten und sagen, das ist schlecht oder falsch, was du machst. Das ist da. Das tun selten Leute, denen es. Das tun selten Leute, die ja, die vorbildlich und. Und fehlerfrei sind. Das ist das Teil, das da mich selbst eingeschlossen. Die am lautesten rumbrüllen, das sind immer die am meisten Dreck selbst am Stecken haben. Eine Lebensweisheit. Lebensweisheit mit zwei. So, anschrauben hier. Pastel Rosa. Und das nächste Zimmer, was in Pink gestrichen wird. Wer ein Beispiel dafür sehen will, für Leute, die laut schreien und selbst was am Stecken haben und selbst nicht ganz mit sich selbst im Reinen sind, der kommt am 10. Februar, kommt bei mir ins Stream, kann er mal in den Chat reingucken. Da suche ich immer noch einen Mod, der da ein bisschen. Der sich darauf vorbereitet, mal den Bannhammer zu schwingen und die Stahlhandschuhe rauszuholen. Und ich hoffe, jetzt denke ich, die Spiele. Bis zum 30. darfst du nicht spielen. Scheiße. Hört mal das Scheiße. Kennst du dich jetzt? Ganz genau.
Wie sieht's denn aus mit dir, Sigmas Sohn? Ich meine, bist oft genug dabei? Ist da. Bock auf den Modposten? Erstmal vorübergehend und dann vielleicht, wenn du es gut machst, dauerhaft. Falls am 10. dann hier ein paar Kiddies verploppen. Nee, du weißt, was ich meine. Den Banner mal schwingen und es mal ein paar. Würde die rumstressen und Ärger machen. Die haten und Stress wollen. Joa, ich muss mal hier einen Screenshot machen. Von der Farbauswahl. Fürs Thumbnail. Bist noch dran. Sigmas Sohn. So, Auftrag zu 100%. Da schafft man ja fast noch einen. Ich weiß nicht, sollen wir noch einen anfangen? Dann fange ich jetzt noch einen an und der ist dann übermäßig lang. Wir haben jetzt nur noch zwei. Zweites Bad benötigt und ich glaube, die heben wir uns fürs nächste Mal auf. Dann haben wir tatsächlich im nächsten Stream letzten meine Aufgaben noch abgearbeitet. Hätten wir was zum Schluss, dann hätten wir. Dann machen wir beim Bunker weiter, oder? Zwei kleinere Aufgaben gemacht. Sieht merkwürdig aus, als ob das andere Farben wären. Sind es aber nicht. Wären wir noch rechtzeitig fertig zu Beginn des Hogwarts Legacy, dass wir dann die Hauptaufträge fertig haben. Wie viel kostet denn die Burg? Ich glaube, die kann ich mir nach wie vor nicht leisten. Dafür gebe ich auch zu viel aus bei dem Bunkerbauprojekt und so. Ja, wir haben erst 44.000, das sind ja die 447.000 bräuchte ich. Da müsste ich noch ein paar, da müssen wir nach den Aufträgen noch ein paar Häuser aufbereiten und verkaufen. Mal schauen. Wenn der Bunker fertig ist und das Büro fertig ist und die Aufträge fertig sind, vielleicht beenden wir das Projekt dann noch ganz. Ich meine, wir müssen nicht mehr auf die Burg sparen. Ist jetzt nicht so dringend. Wir haben lang genug dran uns beschäftigt. Mund abwischen vom Kaffee. Boden, vielleicht finde ich irgendwelche hübschen Fliesen hier. Also für den Außenbereich vielleicht mal ein bisschen was Steiniges. Schachbrett. Für
für den Innenbereich würde ich was Freundliches nehmen und wie im Parkettboden. Parkettboden. Ganz genau. Das Sketch mit wie hieß er nochmal, der Stromberg gespielt hat. Der sächsische Dialekt. Ich hab nicht gesagt Baguetteboden, ich hab gesagt Baguetteboden. IK Holzmann, ey. Da fehlt nicht zufällig ein Buchstabe. Graue Steinpaneele, wie sieht das aus? Ja, kann man machen. Sieht noch gut genug aus. So ist der Schrank. Da schaut doch eigentlich keiner mehr hin. Hinten. Ja, weiß nicht, das wäre vielleicht für ihn auch ein gutes Ding. Können wir fast eben fortsetzen. Bloß die Wände müssen neu gestrichen werden, definitiv. Und der Boden gefällt mir, das sieht so holzig aus und trotzdem hat was. Ich will gleich noch durchziehen. Gut. Hier müssen andere Fliesen rein. In die Duschkabine. Und wer ist denn hier mit einem... Vielleicht ein bisschen dunkel, aber... Ach nee. Schwarze Keramik fließen. Naja, dann nehme ich lieber das andere.
Ja, sieht nach was aus. Vielleicht könnte man hier noch so eine Schleuse einbauen irgendwie. Kriegt man das hin? Muss man berücksichtigen, dass der Platz frei bleibt. Müsste man die natürlich hier auch einbauen, aber nun ja. Hier noch eine zweite Tür hin und dann hier eine Wand hin, so einfach nur eine kleine Wand. Ein 3x3 großer Raum. Wie würde das gehen? Muss ja nicht mal viel Platz wegnehmen. Die Idee, dass man hier so eine Quarantäne-Dusche hinmacht. Können die manche auch wieder wegpacken, wenn es nicht klappt. Man da reingehen hier mal kurz. Verkleinert sich ein bisschen der Wohnraum, aber etwas. Türen. Türklinge, okay. Seit wann haben wir die dabei? Nee, das müsste schon direkt hier sein. Der Breite der Tür. Eine kleine Schleuse hinbauen. Ein bisschen zwischenstehen bleiben muss. Okay, kein Platz dafür. Ach, Anschluss bräuchte ich dafür. Die Frage, ob es passt.
Installation. Das ist der richtige Platz. In der Wand würde es gehen. Müssen wir die erstmal duschen. Müssen wir die Wand wahrscheinlich noch ein bisschen nach vorne setzen. Die Idee finde ich trotzdem cool. Man hier zwar ein bisschen eng, aber ich glaube, das könnte gehen. Ja, recht sogar so. Wir gehen hier mal ein bisschen duschen. Und weiter. Machen wir das noch dicht. Knappe Geschichte, aber ja. Die Duschen. Klingel, da bin ich jetzt gespannt. Damit man klingelt, wenn man fertig ist. Zu Geräusche. Fantastisch. Die Wände muss ich eh noch malern. Zu Boden fließen. Erstmal duschen, dann wird man durchgelassen. Radioaktiven Staub von draußen. Kontaminationsdusche. Dekontaminationsdusche. Hier müsste es dann auch nochmal hin. Wie viele Breite haben wir das gemacht? Eins, zwei, drei.
Ein bisschen Platz hier dazwischen. 1, 2, 3. Das reicht schon. Und du musst weg. Da kommt die Tür hin. Zwar Geldverschwendung, aber hier nochmal eine Dusche rein. Oh, mal schauen, ob das jetzt hinpasst. Ja, passt trotzdem. Geduscht und dann ist hier noch eine Klinge ran. Wenn man die Tür öffnen kann. So. Oben noch dran. Und ein Fertigkeitspunkt. Noch die richtigen Fliesen. So schön da bauen. Und das hier. Die Fliesen. Fantastisch. Müssen wir uns noch einfallen, wie wir die Wände hier färben. In der Dusche. Und den Innenraum hier machen wir dann mal anders. Dafür haben wir heute nicht mehr die Zeit. Kalter Kaffee. So, vielleicht können wir die Wände immer in der Farbe streichen, die wir vorher müssen uns jetzt noch einfallen, welche Farbe wir hier benutzt haben. Den Raum muss dann aber irgendwie anders streichen.
da das hier noch Übergangsräume sind. Was haben wir denn genommen? Stahlgestaltung? Kann das sein? Hier ist ja noch ein Eimer. Na, sehr toll. Können wir den auch wieder verkaufen? Licht muss hier noch irgendwie rein. Kleines Lichtlein hier. In die Dusche. So. Die Lichtknöpfe müssen wir dann auch nochmal auswechseln. Das wird die wahrscheinlich eher in derselben Farbe wieder machen. Mal schauen, worauf wir uns, welche Farben wir hier nehmen. So, Lichtschalter. Hier drüben würde ich auch solche setzen. Licht. Kleinen dicken Leuchter. Kleines schon über eine schöne Übertreibung. Ist hier heller als da drin? Ja. Soll ich hier drin heller werden? Ja, dass man alle Stellen sieht, die irgendwie dreckig sein könnten. Muss da sehr hell drin sein. Muss hier noch freundlicheres Licht hin.
So hätten wir das. Dann gefallen mir die Bohnen fließen nicht. Das können wir hier noch. Ja, genau so. So. Machen wir noch das Licht und dann machen wir Schluss. Schön Deckenleuchter. Die haben wir doch im Warteraum. Passt die auch hier hin. Helles weißes Licht. Damit es nicht zu düster wirkt im Bunker. Die Farben der Wände kommen noch mal anders. Dann kommt hier noch ein schönes Sofa hin, schöne Fernseher parat. Die Dusche wird noch mal anders gemacht. So was kommt natürlich da nicht vor. Hier kommt man rein, da hat man hier die ganzen Vorräte. Kommt man hier rein. Da kommt man erstmal nicht durch, da muss man sich erstmal duschen. Die Dusche abgespritzt. Dann klingelt man hier. Dann öffnet sich die Tür. Und ist man drinnen im Heim liegen. Schön mit Tageslicht hier. Nicht zu dunkel, nicht zu hell. Wenn man wieder raus will, muss man hier wieder abduschen. Dann kann man hier wieder raus. Da geht es auch durch die Luke durch. Den Rest machen wir am nächsten Stream. Gut. Kann man das Licht ausmachen, wenn es einem zu hell wird. Dunkel und trüb soll es hier nicht sein drin. In dem Bunkerloch. So. Dann sage ich mal ab zum Hauptmenü. Dann würde ich mal sagen, so ist das heute gewesen sein. Ja, speichern und beenden. Und dann machen wir beim nächsten Mal, im letzten Hausflipper-Stream voraussichtlich. Die Booker noch fertig und am Anfang und dann noch die letzten beiden Missionen, die besten letzten beiden Aufträge. Wahrscheinlich die letzten beiden Aufträge, die wir haben. Dann runden wir das Ganze ab. So sieht's aus. Ja, danke fürs Zuschauen, YouTube. Und dann mich nach oben. Abo da lassen, Glocke aktivieren, auf Twitch vorbeischauen. Und dann sehen wir uns ja auf YouTube im nächsten Video wieder. Auf Twitch im nächsten Stream. Ja, ciao YouTube.